Wir haben eine schwierige geopolitische Lage durch den Ukraine-Krieg und den Russland-Sanktionen. Glauben Sie, dass diese zwei Parameter Einfluss nehmen auf die Performance Ihrer Themenfonds? Ganz sicherlich wird das einen Einfluss haben. Es gibt gewisse Themen, die besonders zu favorisieren sind oder stärker im Fokus sind durch die Veränderung, die wir dort sehen. Und das sind zum einen Cybersecurity. Also wir haben den ersten Cybersecurity-ETF rausgebracht vor knapp 8 Jahren. Das entwickelt sich sehr positiv. Aber es gibt auch diese Energiethemen, die natürlich auch eine große Rolle spielen. Ja, wir sehen die extrem angestiegenen Preise in dem Bereich, sodass eben alle Segmente, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben, stärker im Fokus geraten, ja, und eine gewisse Dynamik erlangen. Ja, und das haben wir zu Covid-Zeiten, Lockdown gesehen, in gewissen anderen Bereichen, ja, damals eben im Bereich Logistik beispielsweise und dergleichen. Und jetzt sehen wir eben andere Segmente, wie zum Beispiel Energie, die sich stärker verändern. Aber innerhalb des Portfolios ändert sich bei uns nichts. Der Ansatz, die Methodik bleibt identisch, ja, ja, aber einzelne Themen werden besser oder schlechter funktionieren. Richtig. Bei Rothschild ist es zunächst so, dass wir weggehen von passiven Investments. Wir sind im Prinzip das totale Gegenteil von Ihren Ansätzen. Wir sind ein aktiver Manager. Wir sind unsere Investmentphilosophie steht für High Conviction, also aus Investments mit Überzeugungen. Wir gehen bewusst weg von den Indizes, von den Benchmarks. Und haben eben mit dem Big Data Fonds genau so einen Fonds, der in einem volatileren Marktumfeld, wie wir es aktuell haben, sehr resilient agiert und eben deswegen profitiert sogar von diesem Marktumfeld. Und dann muss man natürlich aber auch schauen, in welche Bereiche investiert denn nochmal der Fonds. Er profitiert eben insbesondere von dem Thema Cybersecurity und Energiewende. Das sind die zwei Bereiche, also diese wieder die Diversifikation innerhalb des Fonds und diese strenge Bewertungssichtweise, die dafür sorgen, dass wir tatsächlich profitieren vom Marktumfeld. Wir haben an die 40% an Gewichtung in unserem Fonds von diesen beiden Bereichen. Ja, grundsätzlich ist jeder Portfolio-Managerin gefordert, in der aktuellen Situation das Portfolio eben bestmöglich zu managen. So wie auch das Thema Inflation, Zinsen beispielsweise auch ein Thema, einen sehr großen Einfluss dann schon im Jahresverlauf 2021 genommen hat. Und dementsprechend müssen Sie mit der Situation umgehen in Ihrem Portfolio. Schaut man ein bisschen so sich die Sektorenlandschaft an, dann haben wir auch das schon so teilweise im letzten Jahr gesehen, ein Comeback von klassisch Energie, nicht die Alternativen, sondern klassisch Energiewerte, die jetzt hier durch den hohen Ölpreis natürlich auch nochmal deutlich profitiert haben. Value ist so auch als Stil ein Stück weit zurückgekommen. Ja. Und da geht schon mal ein Stück weit auch die Nachfrage dann hin, zu sagen, ja, was kann man denn in diesem Bereich investieren, denn es ist einfach so, es gibt wenig Plätze momentan für wachstumsorientierte Fonds, irgendwo Performance zu generieren. Da sind wir über das Inflationsthema sehr, sehr stark schon in Mitleidenschaft gezogen worden, dass die Hochwachstumstitel eben stärker abdiskontiert wurden. Wir haben es ja eben in einigen Stellungnahmen auch schon gehört. Und dementsprechend, ja, schauen Anleger, wo gibt es denn stabilere Elemente? Das ist das Gesundheitsthema wieder so eins, was man auch sagen kann. Und wird es jetzt grundsätzlich die Aussichten verändern? Nein. Der Ukraine-Krieg an sich ist ja nur ein Baustein der aktuellen quasi Krise, die wir erleben. Die direkte Auswirkung ist eigentlich bis auf Energiepreise in gewissen Ländern eigentlich relativ beschränkt. In unseren Fonds sind so gut wie gar keine Titel drin, die eine selbst indirekte Exposure Richtung Ukraine oder Russland hatten. Wir hatten eine Zeit lang Netflix drin, die haben ein bisschen gelitten darunter, dass sie ihr Geschäft in Russland zumachen mussten, aber sonst eigentlich nicht. Der Markt rauscht im Moment ab auf Basis der Inflationsfrage, der steigenden Zinsen. Natürlich ist die Inflation jetzt auch durch Energiepreise getrieben, das ist klar, aber es ist nur ein gewisser Teil. Von daher würde ich sagen, also die Auswirkungen sind direkten Auswirkungen des Krieges auf unsere Fonds ist relativ gering. Profitiert der Satellitenfonds nicht? Nein, also im Moment ist es ja, also das hängt davon natürlich davon ab, wie die,
wie die Fonds aufgestellt sind. Der ist ja relativ breit aufgestellt. Also es geht von Satelliten über Unternehmen, die Raketen in den Weltraum schießen, bis hin zu Unternehmen, die die Infrastruktur stellen, ob das jetzt eben Cloud ist und Ähnliches. Und im Moment, der Markt bestraft alle und alles. Und ein Beispiel ist zum Beispiel Satellitenunternehmen, die eben diese Bilder, wo man sieht, wo die Truppen, die russischen Truppen in der Ukraine sind und so weiter, zur Verfügung stellen. Das sind Unternehmen wie Maxars, die stellen aber diese Daten pro bono, also kostenlos, der Ukraine und somit dann indirekt natürlich auch den Medien zur Verfügung. Also verdienen die dadurch kein Geld. Okay. Es ist natürlich weiterhin eine Aktivität da. Und also wir sind der festen Überzeugung, das ist ein Konflikt, der noch etwas dauern wird. Mhm. Wir haben Märkte, die noch eine ganze Zeit lang schwierig sein werden. Aber es ist bei solchen Themenfonds und langfristigen Themenfonds definitiv ein Gedankenwert, sich zu überlegen, ob man nicht einsteigen sollte jetzt. Es kam jedes Portfolio auf den Prüfstand, ja, und jede Position würde durchleuchtet, ob sie betroffen ist oder nicht betroffen ist. Wir vielleicht mal ein, zwei Beispiele machen, dass es plastischer wird. Ja. Also wir haben einen High-Yield-Fonds, der ist 20 Jahre alt, da sind 2,5 Milliarden drin, 4 Fondsmanager drauf, Riesenverantwortung natürlich für die Kunden. Das Erste, was wir im Februar geschaut haben, haben wir da ukrainische oder russische Titel drin. Ja. High-Yield-Hochzins, logisch, war vorher attraktiv. Ja. Wir waren sehr beruhigt, wir hatten 0,4% des Fonds dort investiert, weil sie müssen halt sehen, was da jetzt passiert, weiß man nicht. Kriegt man das Geld zurück? Ja, kann man das abschreiben und so weiter? Mhm. Der Fonds liegt in diesem Jahr bei -1%, also alles gut. Ja? Aber es hätte ja auch anders sein können. Ja. Also musste überprüft werden. Gehen wir in den Aktienfondsbereich, um einfach ein paar Titel zu nennen. Virenscanner Kaspersky kennt jeder. Ja? Mhm. Soll jeder runterwerfen vom Rechner mittlerweile. Ja? Ja, kann für die Gesellschaft nicht gut sein. Ja? Gazprom-Problematik haben wir gesehen mit Schalke als Fußballverein und so weiter. Kann für die Gesellschaft nicht gut sein. Alle russischen Banken leiden unter dieser Restriktion. Ja? Und das sind jetzt nur drei Beispiele von vielen. Ja? Weil man muss ja oft erst die Lieferketten sich angucken, um zu verstehen, haben die vielleicht indirekt ein Problem. Genau. Russland. Ich will noch mal ein letztes Beispiel machen. Einer unserer größten Investoren, Privatinvestoren, ja, hat viel mit Landwirtschaft zu tun. Und er ist extrem abhängig von Getreide aus der Ukraine. Ja? Er hat uns vehement Geld abgezogen, weil er einfach sagt, mir steht das Wasser bis hier. Die Energiepreise sind so hoch gegangen. Entschuldigung, nicht die Energiepreise, die Rohstoffpreise sind so hoch gegangen. Ja. Ich muss einfach jetzt an meine Reserven gehen, weil ich mein Geschäft sonst nicht mehr gestemmt bekomme. Ja. Also es hat schon Auswirkungen und ich glaube einfach diese Risiken, dafür sind wir ja auch alle da und dafür bezahlt uns ja auch der Kunde, dass wir die Risiken gut managen und uns jeden Tag anschauen. Das ist ja auch nicht statisch, das ist ja ständig in Bewegung. Ja. Titel, der jetzt vielleicht im Februar noch kein Problem hatte, hat vielleicht im April jetzt Probleme bekommen. Ja. Also insofern glaube ich schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe im Augenblick, aber ich glaube, ich kann bisher sagen, sehr, sehr gut durchgekommen und ich denke, das gilt für die Kollegen ganz genauso. Ja, ja, also ich meine, der muss schon betreut werden, der Anleger zurzeit. Ja, egal, ob er nachkauft und dann in welchem Bereich kauft er nach oder dass er eben nicht aussteigt. Ja. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Themenfonds. Es kommt auf Ihren Inhalt an.